So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu den Gynecus News von dieser Woche. Mir geht's blendend, auch wenn niemand danach gefragt hat. Ich hoffe natürlich, ihr seid auch bestens gelaunt und habt Bock auf die heutige Folge. Aber sonst hättet ihr ja bestimmt nicht eingeschaltet. Wir nehmen uns wie immer die aktuellsten Themen der Bodybuilding- und Fitnessszene zur Brust. Wie sonst auch meine Selektion, obwohl ich sagen muss, der eine oder andere aus der Community schickt mittlerweile auch sehr gute Tipps, die selbstverständlich ebenso berücksichtigt werden, sofern sie denn sinnvoll und berichtenswert sind. Kurzer Abstecher noch in den Gynecus Shop, dann geht's auch schon los mit dem ersten Thema. Ich habe wieder gute Nachrichten für euch. Nach etwas längerer Abstinenz können wir euch unseren Crea Beta Stack wieder anbieten. Ab sofort zurück auf Lager in der 500 Gramm Dose und wohlgemerkt mit Scoop, schlicht und einfach eine 1:1 Mischung aus Kreatinmonohydrat und Beta-Alanin. Wer also sowieso beides nimmt und sowohl was für die Kraft als auch für die Kraftausdauer machen möchte, ist da genau an der richtigen Adresse und hat mit der Einnahme auch etwas unkomplizierter, weil man muss nicht erst zwei Dosen aufmachen. Der Galenicus Pump ist auch wieder zurück, das wisst ihr schon, aber was ihr eventuell noch nicht wisst, seit gestern gibt es auch wieder alle drei Geschmacksrichtungen, sprich Cherry Lime, Black Peach Passion Fruit und Apple Ring Blueberry. 13 an der Zahl aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe für sowohl Pump als auch Fokus, nur eben ohne Stimulantien. Dass es auch bei später Einnahme mit dem Einschlafen funktioniert. Ansonsten checkt natürlich auch unsere anderen Supplements ab. Somnia ist wieder frisch auf Lager in beiden Flavors und ich habe mir sagen lassen, auch alle Verum Whey Geschmacksrichtungen sind aktuell vollständig erhältlich. Also keine falsche Bescheidenheit, gynecus-original.de beziehungsweise gynecus-original.ch für alle Schweizer. Aber bevor geshoppt wird, ziehen wir hier noch die Folge zusammen durch und starten auch direkt rein ins erste Thema. Wir legen wie so oft los mit dem Wettkampfgeschehen vom vergangenen Wochenende und zwar hat die Fitness Authority Poland Pro Muscle Show stattgefunden. Also Platz 1 für den längsten Namen eines Bodybuilding-Events können wir schon mal vergeben. Es gab einen Pro, aber auch einen Amateurwettkampf, beides mit deutscher Beteiligung und dementsprechend fangen wir heute mal mit 9 deutschen IFBB-Pros an. Zum einen ist die Sophie Nickel ab sofort Profiathletin in der Figurklasse. Glückwunsch dafür von meiner Seite und liebe Grüße. Zum anderen haben wir mit Pamuke Kisala auch einen neuen IFBB-Pro in der Men's Physik. Glückwünsche gehen auch an der Stelle raus. Und zu guter Letzt hat auch André Gerstner aus dem Team Matzen seine Pro-Card holen können, in dem Fall in der Classic Physik. Auch hier Glückwünsche meinerseits, den Namen haben wir auch gleich nochmal auf dem Programm. Wir machen nämlich direkt weiter mit dem Profi-Wettkampf, da gab es nur 2 Klassen, beide mit deutscher Beteiligung. In der Bikini-Division hat die Lisa Reit den 4. Platz verbuchen können, auf jeden Fall ein sehr positives Ergebnis, war im ersten Callout und ich denke, auf der Platzierung kann man aufbauen. Und damit werfen wir noch ein Auge auf die Classic Physik mit gleich 3 deutschen Athleten. Einer davon war Ayham Alavs, der seit geraumer Zeit auch bei Max Madsen im Coaching ist und eigentlich vorhatte, hier im Bestfall seine Olympia-Quali zu holen. Hat leider nicht hingehauen, ganz und gar nicht sogar. Ayham wurde 9. von 10 Teilnehmern, was sicher erstmal gesessen haben muss. Problem war offenbar, dass er trotz des ohnehin schon strapaziösen Entladeprozesses auch noch irgendwann komplett auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten musste, um überhaupt erst ins Gewichtslimit zu passen. Man hat dann mit 800 Gramm Carbs geladen, was scheinbar zu viel war, weil es ist wohl genau das passiert, was gerne passiert, wenn man die Kohlenhydrate ein bisschen zu hoch ansetzt. Zum einen zieht man natürlich Wasser, zum anderen leidet die Kontrolle der Mittelpartie und demzufolge wurde Ayham dann bedauerlicherweise durchgereicht. Sowas passiert aber auch den Besten, deshalb Mund abputzen und weiter geht's, würde ich sagen. André Gerstner, der frisch gebackene IFBB-Pro, ihr erinnert euch, hat bei den Profis mitgemacht, auch in der Classic Physik und ist einen Platz hinter Ayham auf 10 gelandet, was gleichzeitig auch der letzte Platz war. Etwas besser lief es beim Pro-Debüt für Florian Hartlage, ich glaube aus Team Saffe, mit Rang 7. Er war also an dem Wochenende zusammen mit der Lisa der beste Repräsentant aus Deutschland.
Was bringt dir das ausgeklügelste Ernährungskonzept, wenn es nicht in deinen Alltag passt? Richtig, nichts. Das Buch Nutrients ist eine Kampfansage an alle, die blind und ohne zu hinterfragen sektenartig Ernährungsgurus hinterherlaufen. Wichtig für dich zu verstehen: Nutrients ist alles andere als ein striktes 0815 Ernährungsprogramm. Ganz im Gegenteil. Nutrients hilft dir, flexibel auf deine persönlichen Ziele und Bedürfnisse zu reagieren. Es hilft dir, deine Ernährung so zu strukturieren, wie es für dich am sinnvollsten erscheint. Sichere dir daher jetzt das E-Book Nutrients im Wert von 39,90 Euro mit dem Code NUTRIENTS4FREE. Du findest den Link und den Code in der Beschreibung. Kein Denken in Extremen. Agiere so akribisch wie nötig, sei aber auch so flexibel wie möglich, um dauerhaft deine Ernährung im Griff zu haben. Genau darum geht's. Höchstwahrscheinlich, Freunde, werdet ihr euch etwas wundern. Ihr werdet etwas überrascht sein, mit welcher News ich euch jetzt überrumpeln werde. Aber ein Fitness-YouTuber der absoluten Anfangszeit feiert sein Comeback, zumindest auf der naturalen Wettkampfbühne. Daniel Gildner, euer Muscle Commander, ist zurück und wird sich am kommenden Wochenende für die Weltmeisterschaft im Natural Bodybuilding in Manchester einfinden und dort tatsächlich bei den Profis mitmachen. Jetzt habe ich Daniel Gildner gesagt, ich weiß aber, ihr habt mit Sicherheit einige weitere Namensvariationen parat. Die dürft ihr natürlich wie immer in die YouTube-Kommentare schreiben. So viel Freiheit muss erlaubt sein. Auf jeden Fall geht der Daniel nach circa 5 Jahren Wettkampfabstinenz wieder auf die Bühne. Und das nicht ohne Vorbereiter. Und genau auf diese Weise bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden. Ich habe nämlich den YouTube-Kanal von Iron Mike angezeigt bekommen und dort dann das Video gesehen, in dem erstmal Daniels Comeback angekündigt wird. Aber gleichzeitig erzählen die beiden auch, dass Mike in der Konstellation als Trainer fungiert. Jetzt werden sich einige fragen, warum der Mike als Trainer eines Naturalathleten, der ist doch im Enhanced Bodybuilding unterwegs. Das stimmt natürlich auch, aber der Mike hat nicht nur unterstützte Klienten, ganz im Gegenteil. Und weil sich die beiden unter anderem aus dem Gold's Gym in Berlin kennen, scheint das für alle Beteiligten recht sinnig gewesen zu sein, mal eine Zusammenarbeit auszuchecken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt. Interessant wird auch sein, inwieweit es nochmal möglich sein wird, in der Wettkampfvorbereitung über Nacht 3 cm zu wachsen. Das bleibt, glaube ich, bis heute unerreicht, aber immerhin darf man dann ein bisschen mehr wiegen, was ja ein durchaus angenehmer Vorteil ist bei so Sachen wie dem FFMI, der im Natural Bodybuilding eine sehr große Rolle spielt. Wir kommen wieder mal zu Big Ramy, weil der hat sich nach der etwas widersprüchlichen Kritik von Steve Weinberger jetzt selbst mal zu Wort gemeldet und entsprechend zurückgefeuert. Eine Sache steht mal fest, Big Ramy wird nicht wie von Steve Weinberger gefordert oder von ihm als Vorschlag vorgetragen. Ein Jahr pausieren kommt für ihn überhaupt nicht in Frage, weil er einfach immer noch Bock hat und sich auch konkurrenzfähig sieht. Viel krasser war aber die Aussage, dass die Kritik von Steve Weinberger und damit von einer Person, die selbst noch nie Bodybuilding betrieben hat, schwierig zu bewerten wäre. Ebenso soll es allgemein schwer sein, die richtigen Schlüsse zu ziehen, wenn die Feedbacks so stark variieren. Das sind alles Aussagen von Big Ramy, nicht von mir. Also vorneweg mal, wir brauchen nicht drüber reden, dass der Einzige, der bestimmt, ob er selbst startet, Big Ramy ist. Inwiefern sich das negativ aufs Ergebnis auswirken kann, dass man sich dem Input eines Head Judges verwehrt, mal außen vor gelassen. Das soll ja auch mal mit negativen Resultaten korrelieren können, habe ich gehört. Auch das mit der widersprüchlichen Kritik sehe ich ganz genauso. Es kann nicht einmal an den Beinen gelegen haben und 6 Monate später waren die Beine dann doch nicht schuld. Das wirkt dann ein Stück weit konstruiert und ein bisschen so, als hätte man vergessen, was man vor einem halben Jahr zusammengelogen hat, um die Platzierung zu rechtfertigen. Man kann aber als Big Ramy nicht hergehen und sagen, dass Steve Weinberger kein guter Kritiker ist, nur weil er selbst nie auf der Bühne stand. Das ist dann wirklich
Bullshit, muss man ganz einfach so festhalten. Die Argumentationsweise hat zwar auch schon der eine oder andere deutsche IFBB-Pro vorangetrieben, so ist übrigens auch das mit dem Hinterzimmerberichterstatter entstanden, aber man hat mit sowas halt trotzdem Unrecht, auch wenn man vielleicht denkt, sich recht simpel aus einer unangenehmen Situation manövrieren zu können. Dieter Bohlen ist ja auch Musikmillionär, ohne singen zu können, und auch ein José Mourinho hat trotz zahlreicher Titel nie professionell Fußball gespielt. Klingt für mich im ersten Moment alles nach Scheinargumentation, um jemanden ohne Substanz zu diskreditieren, weil man ein bisschen angefressen ist. Ob es der richtige Move war, bleibt fraglich. Er hat ja auf jeden Fall einen Punkt mit der widersprüchlichen Kritik, den will ich ihn gar nicht nehmen, aber mit dem Rest tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen. Jetzt muss man bei Rami dazu sagen, dass die Sprachbarriere immer noch eine tragende Rolle spielt in manchen Themen, weil die Ausdrucksweise halt auf Englisch nicht zu 100% gegeben ist. Aber wenn man es beurteilt, was er letztlich gesagt hat, war das auf der einen Seite teils einfach falsch und auf der anderen Seite sicher nicht förderlich. Es gibt bahnbrechende Neuigkeiten von der IFBB Pro League, könnte man zumindest meinen, wenn man die Meldung im ersten Moment sieht. Ich werde euch aber gleich erklären, warum das so bahnbrechend meiner Meinung nach gar nicht ist und wieso da wieder sehr viel Heuchelei mitspielt. Auf jeden Fall werden in der Men's Physik nach dem diesjährigen Mr. Olympia in der Tat Gewichtsklassen eingeführt, um das Ausufern der Optik etwas einzudämmen. Man kann ja ganz klar festhalten, dass da teilweise Bodybuilder in Badehosen standen und sicher punktuell auch schwerer waren, als sie in der Classic Physik hätten sein dürfen. Ihr müsst euch mal den ersten Mr. Olympia in der Men's Physik anschauen. Das war damals Mark Anthony, ich meine 2013, und da bietet sich schon ein etwas anderes Bild als heutzutage. Egal. Ab nächstem Jahr gibt es auf jeden Fall Gewichtsklassen. Größentechnisch orientiert man sich wohl an der Classic Physik. Wie nachher die Abstufungen beim Gewicht aussehen werden, weiß man bisher aber nicht. Da gibt es offenbar gerade Pilottests, wie das umsetzbar sein könnte. Also auf den Wettkämpfen werden die Athleten schon gemessen und gewogen. War diese Regeländerung jetzt unbedingt nötig, stellt sich dann natürlich die Frage. Ich finde nein, weil wofür hat man Judges dort sitzen, die das Idealbild einer Klasse bewerten und einordnen sollen? Es gibt ja weiterhin Richtlinien, wie ein Athlet einer gewissen Klasse auszusehen hat, und dann muss man eben die Teilnehmer abwerten, die nicht in die Kriterien passen. Wenn also die Men's Physikathleten zu muskulös sind und die Classic Physikathleten aussehen wie 2,12er, dann werden die einfach immer konsequent nach hinten geschoben und das Problem sollte sich von ganz alleine erledigen. Selbes Spiel eigentlich auch bei Synthol etc. Braucht man nicht verbieten, braucht man auch keine Regeln. Einfach den offensichtlichen Gebrauch abwerten und, finde ich, fertig ist das Thema. Jetzt zu sagen, wir führen für die Men's Physik ein Gewichtslimit ein, ist ja absoluter Blödsinn, weil wir werden da trotzdem im nächsten Schritt wieder neue Probleme bekommen. Zum einen werden manche Athleten sicher wirklich anfangen, keine Beine mehr zu trainieren, weil die sieht man ja in den Badehosen nicht. Zum anderen, und das ist viel schlimmer und sollte ja eigentlich vehement vermieden werden, wird es definitiv auch härtere Entwässerungsprotokolle geben, in deren Zuge man sich nicht wundern muss, wenn auch in so einer Klasse Athleten tot in Hotelzimmern gefunden werden. Da sieht man auch wieder, wie schnell die George Petersons vergessen werden, weil genau sowas sollte ja nicht mehr passieren. Und da sind wir bei Heuchelei und Doppelmoral. Das ist aber irgendwie in jedem Sport gleich. Überall gibt es Gremien und Ausschüsse, die ständig über irgendwelche Regeländerungen debattieren. Die wollten ja auch im Fußball mal das Tor größer machen und lauter so Quatsch, nur um im Endeffekt ihre Berechtigung zu untermauern, weil wenn man alles so lässt wie bisher und die Judges ihren Job machen lässt, beziehungsweise eben die Schiedsrichter, wird man ja selbst vielleicht noch irgendwann irrelevant, und das will natürlich keiner. Nur in dem Fall geht es unter Umständen zu Ungunsten der Gesundheit von Athleten, und das ist bei allen Aussagen der jüngeren Vergangenheit mal wieder moralisch äußerst fragwürdig, wenn ihr mich fragt zumindest. Um das Maximum aus meinem Schlaf rauszuholen, gibt es bei mir vor dem Pennen einen Somnia-Drink. Damit kann ich einfach viel besser ein- und vor allem auch durchschlafen. Sorgt dafür, dass meine Regeneration besser ist und ich mich am nächsten Tag besser erholt fühle.
Gute Nacht. Wir schließen die heutige Folge ab mit Julian Ziedlow. Der macht ja aktuell recht häufig mit diversen Themen auf sich aufmerksam. Wir bleiben hier aber im Sportbereich und widmen uns seinem Stoffkonsum. Das hätte mir vor 5 Jahren auch mal jemand sagen müssen, dass ich irgendwann mal über den Stoffkonsum von Julian Ziedlow berichten werde. Aber da seht ihr mal, wie Ayahuasca den Menschen so verändern kann. Also er hat es nicht deswegen genommen, aber er hat sich wahrscheinlich aufgrund diverser Erleuchtungen dazu entschieden, seinen Konsum mit uns zu teilen. So rum. Dass er gestofft hat, also die Tatsache dessen, hat er ja schon vor ein paar Wochen kundgetan und wir haben das auch in einer ausführlichen Podcast-Folge aufgegriffen, in dem Fall Marcel und ich. Da haben wir es mit keiner wirklichen Newsmeldung mehr zu tun, auch wenn das in manch anderem Newsformat so dargestellt wurde. Was aber jetzt interessant ist, sind die Details. Und zwar hat Julian ganz transparent gesagt, was er genau gemacht hat, als er damals nicht mehr Netty unterwegs war. Wie er nämlich selbst sagt, hat er 1 Jahr lang wöchentlich 200 Milligramm Testosteron Propionat konsumiert, also einen sehr schnellen Ester. Das ist eine recht komische Menge, ergibt aber bei täglicher Injektion genau 30 Milligramm pro Dosis, was es für mich zwar rechnerisch logisch macht, aber als maximal sinnvoll erachte ich es irgendwie trotzdem nicht. Wer ihm das gesagt hat, wer ihn da beraten hat, keine Ahnung. Klar, je häufiger die Injektion, desto konstanter der Spiegel, aber ich bin schon der Meinung, gerade bei so einer Menge kannst du auch einfach 100 Milligramm Enantat alle 3 Tage nehmen und bist wahrscheinlich rechnerisch ungefähr genauso weit. Ich habe es jetzt nicht überschlagen. Es soll ja auch Spritzenfetischisten da draußen geben. Ich gehöre nicht dazu, aber man darf halt nicht vergessen, jede Injektion birgt auch das Risiko für eine Infektion. Jeder Stich erzeugt Mikroverletzungen etc. pp. Also ich würde so selten injizieren wie möglich. Darum geht es aber nicht. Viele fragen jetzt zu Recht, wie siehst du das? Der Julian sah ja trotz dieser Menge Testo immer noch nicht aus wie ein Bodybuilder. Und da muss ich halt sagen, ihr dürft nicht zwangsläufig erwarten, dass jemand auf Stoff garantiert explodieren wird. Das ist sehr individuell und ich würde mal behaupten, es gibt sehr viel weniger Stoffkonsumenten, denen man ihren Stoffkonsum ansieht, als andersrum. Auch heftiger Konsum spiegelt sich nicht unbedingt im Körper wider. Nichtsdestotrotz will ich auch nicht sagen, man hat es bei Julian überhaupt nicht gesehen. Er hat schon so ein bisschen diesen Testo-Look bekommen und auch die Backen sind gewachsen. Marcel und ich haben damals auch privat tatsächlich immer drüber gemutmaßt und sind in dem Fall dann bestätigt worden. Guckt euch aber dazu noch unsere Podcast-Folge an. Da geht es am Ende, ich glaube, 1 Stunde nur um die Julian Ziedlow-Thematik. Wir sind also damit im Bilde darüber, was Julian stofftechnisch so getrieben hat. Ist jetzt nichts Besonderes und ich sage euch ehrlich, wahrscheinlich ist auch euer Lieblings-Fitness-YouTuber auf Stoff, auch wenn man es nicht sieht und ihr es nicht glauben wollt. Der Unterschied ist nur, Julian hat es zugegeben und die meisten anderen laufen immer noch rum und leugnen, weil es besser zum Image passt. Ansonsten sind wir in diesem Sinne durch für heute. Wie zu Beginn gesagt, checkt den Garnicus Shop ab für Restock von Somnia, Verumway, Galenicus Pump, Crea Beta Steak und so weiter und so fort. Wer mich mal beim Training sehen will, auf dem Kanal von Markus Hoppe vorbeischauen. Da gibt es ein Gym-Video von uns beiden, in dem Zuge auch direkt unseren gemeinsamen Podcast gönnen. Den haben wir dieses Mal vor Ort aufgenommen. Ist also ein etwas anderes Setting als sonst. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und lasst euch nicht verarschen. Ciao, ciao.